Ich habe keine Wut mehr. 10 Uvus, 20 Uvus. Uwe. Yes. Now it begins. Uwe, Uwe. Uwe. Guck mal, der hat ein Uwu-Pferd. Was für ein Uwu-Sohn? Ja, echt. Die gegnerischen Verschlinger sehen genauso aus wie mein Golem. Ja, ich bin immer irritiert. Ich bin froh, dass es kein Friendly Fire gibt oder sowas. Sonst wäre der schon ein paar Mal tot wahrscheinlich. Also meinst du, dass er halt an ist und so? Ja. Ja. Hast du Glück, sonst wärst du schon mehrfach tot. Das hat mich auch in COD gerettet, dass es das nicht gab. So, so schade. Ich meine, was? Dachte ich mir schon. Du hast manchmal auch auf mich raufgeballert, während ich um die Ecke gekommen bin. Also ich wäre auch öfter tot gewesen. Schon, aber den Teil der Geschichte wegzulassen, ist witzig. Oha! Nee, stimmt schon, es hat sich ziemlich ausgeglichen, glaube ich. Wir haben uns gegenseitig öfters über den Haufen ballern wollen. Yep. Schnellschussreaktion. Mhm. Schreckschüsschen aufs Nüsschen. Achso, du hast gar nicht auf den Kopf gezielt. Nee, mein Talent ist es Tatsache, bei solchen Spielen immer auf die Nüsse zu zielen. Ich weiß nicht warum. Ja, ich meine, das macht auch kampfunfähig, also. Ja. Ist gar nicht mal das Schlechte, also das Unklügste. So, wir können zurück. Ging schon. Halt sorry. Nee, ich sagte nur, es ging schnell. Okay. Flo hat die meiste Zeit auf Freunde geballert. Ja, ja, alle auf der Map waren meine Freunde. Ich habe auf alle geballert. Ihr ehrt euren Clan. Doch ich werde auf ewig diese Schande tragen. Sei nicht töricht. Eine Verletzung ist keine Schande. Ach, hör auf, dahin zu fassen. Ich kann es nicht lassen. Wow. Wow. Ach, schön. Lisa ist da so richtig wie Butters. Was? Das kann ich hier nicht tun. Der trifft auch immer da unten. Butters ist mein Idol. Ach ja? Ja. Ich sag wo, wo? In dem Po. Ich sag wo, wo? In dem Po. Ich sag wo. Okay, verstehe. So. Von Stolz verzehrt. Ich sehe von Butters, das ist genial. Ja, ist es. Das stimmt. Ja, ich kenn's auch super. Ich kenn's aber tatsächlich nur auf Englisch, glaube ich. Was Kenny, Staffeln hab ich nicht. Kenny mag ich auch sehr gerne. Welche Staffel? Ja, Kenny ist super. Ich habe ein paar Staffeln nicht auf Deutsch geguckt, sondern auf Englisch. Ich muss warten. Was ist unsere Mission in dem Kreis hier? Ich weiß es nicht. Wir haben unser Ziel erreicht. Meine Taschen sind voll. Da müssen wir irgendwas suchen, vermutlich. Oder töten. Ja, das ist immer gut. Die Leiche trägt eine Robe, die der Ordnus exakt gleicht. Große Fleischbrocken wurden brutal herausgerissen, aber der Inhalt der Taschen ist unberührt. Arme Seele. Arme Seele ist jetzt bei mir. Oh, armes Tuk-Tuk. Von Stolz verzerrt. Sucht nach den vermissten Barbaren des Kranichstamms. Oh nein! Ich denke mal, wir müssen hier rein, ne? Ja, schätze ich auch. Kannibalenfeste. Na, da geht's ihm bestimmt gut. Oh,
weil es um sein Lied gerade ging, Dantik. Ich sag wo, wo, in den Po. Ich sag wo, wo, in den Po. Ich muss es mir später mal anhören. Ich kenne das Lied aber auch auf Englisch. Ist schon lustig. Ja, voll. Ich wäre fast gestorben gerade. Warst du so verwirrt vom Po? Nee, ich, keine Ahnung. Ich glaube, der Knochenmann, der lebt nicht mehr lange. Schlechter Reim gerade. War nicht mal Absicht. Also wollte ich es von hinten. No. Meine Last ist zu groß. La 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 la. Ja. Wo ist der Rest vom Dungeon? Ich weiß es nicht. Dann ist das nicht das Ziel. Das sind nicht die Barbaren, die wir suchen. Nee. Magst du scharfes Essen? Ja. Ich habe nicht genug Wut. Scharfes Essen, Beste. Ja. Tower of Fantasy auf PS5 ist, by the way, auch raus seit gestern. Ah, nice. Ah, so viele Spiele. Ja. Ja, du weißt, was das heißt, ne? Ignorieren. Einfach ignorieren. Never ending stream. Ja, mal sehen. Ja, man kann nicht alles auf einmal spielen. Voll gepasst. Ich habe nämlich gerade den Kommentar gelesen mit dem Uwu-Spiel. The timing is on point. Was ist das? Timing kann ich. Mhm. Ich war ja gestern einkaufen und am Vortag habe ich ja über im Stream über Honig und Nutella geredet, ne? Ja, stimmt. Rate mal, was im Angebot war. Oh, wow. Und beides war in einem Regal drin. Nutella und Honig. Was ist das? Okay, das top. War, ja. Oben war der Honig und unten waren die Nutella-Gläser, die Riesenteile. Einfach hast nur wow. Hast du irgendwie so einen versteckten Skill oder so? Anscheinend auf, schon, ja. Auf Timing geskillt? Einfach jetzt muss so ich passen. Nur Lotto gewinnen, dann ist alles super. Das stimmt, ja. Oh Mann. Ja, muss Lotto spielen. Ja. Ist ja nicht so, als ob ich es tun würde. Naja. Ich will eigentlich auch mal seit Jahren spielen, aber bei mir in der Nähe gibt es an sich nichts. Ich müsste das schon online machen, aber keine Ahnung. Ja, ich mach das auch online. Ich habe keinen Bock, immer zum Dings zu gehen. Hm. Na, ja, auch verständlich. Bei mir wären es wirklich 10 Kilometer, bis ich da mal was machen könnte. Zum nächsten Kiosk. Ja, nee. Ich brauche mehr Zeit. Ist einfacher. Ja, das stimmt. So, ich weiß nicht, wo der Barbar sein soll. Nutella mit oder ohne Butter? Kommt drauf an. Ich habe immer keine Butter, deswegen mache ich ohne. Immer mit Butter. Genauso wie Marmelade. Ja, ich bin auch zu faul, um mir irgendwas drauf zu machen, außer halt Nutella oder Butter. Nutella oder Marmelade. Ah. Ich meine, nur Butter geht auch, aber ist ein bisschen fad dann. Aber ich habe jetzt nichts gegen Nutella mit Butter, also esse ich auch. Ich habe nur dadurch... Butter hier. Hm.
verstehe. Ja. Ja, dafür esse ich zu wenig Brot und so. Ist ja Verschwendung dann. Verstehe ich, ja. Kenne ich auch. Würde ich nicht mobil auf der Arbeit sein und hätte irgendwie eine Küche oder Mikrowelle auf der Arbeit, dann würde ich auch nicht so viel Brot essen. Ich bin gar nicht so der Brotfan an sich. Ja, ab und zu geht halt. Ja, das stimmt. Aber irgendwann, wenn man es jeden Tag isst, dann hängt es einem auch zum Hals raus. Yep. So, kult gerade krass bei mir. Okay. Also ich finde jetzt nicht, was wir machen sollen. Ich kehre nach Girandai zurück, weil da sind zwei Sachen, die wir abgeben können. Währung aus der Ferne. Ja. Und noch irgendwas. Ätzender Ehrgeiz können wir auch. Falls du das hast. Okay. Haben wir irgendwie nebenbei einen Check gemacht. Pommes mit Ketchup oder Mayo? Ich muss gleich mal gucken. Beides. Beides. Ich mag das, das immer abzuwechseln. Wenn ich jetzt Pommes esse und ich esse nur mit Ketchup, dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr drauf. Ich muss das immer abwechseln. Ja, same. Ah. Ich finde auch, es muss einmal Mayo, einmal Ketchup und dann... Ja, dass man halt mal ein bisschen anderen Geschmack hat, sonst ist man schnell davon, ja. Kein Bock mehr. Hat man schnell genug, ja. Das kenne ich. Hier sind so viele verschiedene Münzen. Vielleicht haben sie einem Händler aus Ketbardo gehört. Ich gebe ihnen einen Ehrenplatz. Zum Gedenken an diesen gefallenen Reisenden. Nutella mit Erdnussbutter ist geil. Oh, das ist eine gute Idee. Das müsste ich mal probieren. Ich liebe Erdnussbutter. Das klingt richtig geil. Oh, Peanut Butter. Mm. Sachen verkaufe. Oh mein Gott, endlich. Verkaufen. Mein Charakter läuft von selber gerade. Der wird irgendwie hin und her geschoben. Oha, ich werde geschubst. Warum nicht? Kannst du aufhören zu laufen? Ich mach gar nichts. Das klingt gut für mich. Okay, ich glaube, er hat aufgehört. Ich wollte gerade irgendwas sagen. Ach ja, ich habe letztens, als ich in Luxemburg war, habe ich Spekulatius-Creme gefunden. Wir sind im Geschäft. Das mit Butter ist richtig geil. Das schmeckt wie diese Spekulatius-Kekse. Okay. Ich frühstücke normalerweise nie irgendwas Süßes, aber das frühstücke ich fast jeden Tag mittlerweile, weil es so gut ist. Lalalalala. Ich Spekulatius bei Spekulatius für Kunstbanausen. Ich mag Spekulatius. Sehr gut. Oh, grüner Hela-Ketchup mit Remoulade ist auch eine geile Kombo. Das stimmt. Oh Götter! Kada! Nein! Er wollte nicht mal hierher kommen, wisst ihr? Er wollte bei Vater in Ketbardo bleiben. Aber ich habe ihn gedrängt. Habe ihm gesagt, ich würde ihn beschützen. Tut mir leid. Ich muss es Vater sagen. Und sein Herz. Ein zweites Mal brechen. Oh, mit der Musik gerade, Alter. Mhm. Ja, das wird die Quest, die ich jetzt nicht abgeben konnte. Ja, die war auch ziemlich traurig. Okay. So, Niri, wir gehen jetzt am Boden. Wir gehen jetzt zur Lorat und schlagen ihn. Zum Boden der Tatsachen? Am Boden. Ja. Das heißt Hauptquest? Ja. Okay. Ja. Gehen wir zum besoffenen Lorat. Hauptquesto! Hauptquesto!
Nein. Doch. Oha. Hallo. Die Fettniere wieder hier. Guck, guck. Bisher ist nie was passiert. Ja, 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 ja. Sagen sie alle und dann ist man schwanger. Ja, das passiert auch. Was? Einfach so ein Nierenbaby. Oha. Ja, dann wären es zwei von der Sorte. Ja, wenn man Zwillinge kriegt, ja. Naja, die große Niere und die kleine. Das heißt mehr Macht. Mehr Nieren, mehr gut, ja. Mehr Nieren, mehr gut, ja. Ich muss schon wieder so reden. Gut, dass ich das nur zweimal machen muss. Wird's F5 auf Twitch? F5? Ah, hohe Stimme, ja, Mensch. Ja, Mensch, hohe Stimme. Die ist richtig toll. Echt? Ja, schon. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Uwe? Genau. Ada, Ada. Ja, das sowieso. Der Boden sieht so salzig aus. Kann man dran lecken? Bestimmt. Probier mal und sag, ob es eine gute Idee war oder nicht. Red Deutsch, Ala. Red Deutsch, du Uwe Sohn. Man kann an allem lecken, ja. Ja, aber einmal geht alles. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ach, was soll nur schief gehen? Aber der Boden ist jetzt sehr... Oh, der sieht sehr schön aus. Ja, das hat was. Hat ein bisschen was von Tod und Verderben. Ich kann kein Ossisch. Ach, Ossisch ist eigentlich ganz einfach. Ich muss sagen, Feuer, Treuer. Ich muss warten. Der Helter. Ui. Wow, der war der. Super. Ich muss warten. Schade. Ah. Aber du kannst gerne so weitermachen, ich habe kein Problem damit. Okay, dann rede ich jetzt so weiter. Ja, mach das, gar kein Ding. Hallo, Animus. Hallo. Oh. Das mit dem Hall hat, das hat wirklich was, das ist so gut einfach. Ist Teleportation-Punkt. Cool. Gott. Guck mal, Lorat. Ja. Gut, dass ihr hier seid. Nur leider ohne Armee oder Belagerungswaffen. Elias ist hier? Boah, sieht das cool aus. Zweifelsohne ist er im Palast. Das ist echt hinter nice. Der hohen Mauer und den verriegelten Toren. Wir können nicht hindurch. Ihr wisst, wer es kann. Solaya. So. Wie viele Nachrichten waren es? Wie lange sitzt Soyun schon bei diesen Schlechtern dort drin fest? Sie ist vielleicht die Letzte, die den Tunnel kennt. Falls sie noch lebt. Falls der Tunnel existiert. Ihr vertraut mir nicht. Natürlich nicht. Ihr seid eine Diebin. Vor Jahren wart ihr nützlich, ja. Doch ihr habt offensichtlich andere Gründe für eure Suche nach Oyun. Das geht euch nichts an. Wenn ich nach Oyun suchen müsste, wo würde ich beginnen? Sie hat ein Haus am Marktplatz. Wir wollten uns dort treffen, doch mir war der Weg versperrt. Kommt bitte in einem Stück wieder. Hallo? Da muss ich aber auch denken.
Ich habe das auch so verstanden. Ich bin überzeugt davon, dass diese Region das Risiko wert ist. Vielleicht überzeugt ihr mich vom Gegenteil. Ja, natürlich müssen wir dich jetzt überzeugen. Habt mal ein wenig Vertrauen, ach ja. Alter Mann. Ja, alter Mann, was soll denn das? Wir gehen jetzt da runter in dieses sehr interessante Örtchen. Rote Gasse. Mhm. Die rote Gasse. So, so. Oh. Wo, wo? In den Po. Ich sag, wo, wo? In den Po. Uwu in den Po. Ach ja. Guck mal, da brennt's. Ich muss warten. Ich bin noch nicht bereit. So, hier war Sackgasse. Mhm. Dann gucken wir mal hier. Wahnsinniger. Der war wahnsinnig schnell kaputt. Wahnsinn. Wahnsinn. Warum schickst du mich zur Hölle? Hölle. Hölle. Der Schlagermittwoch. Oh Gott. Sehr schön. Das sind so Lieder, die haben sich eingebrannt, ne? Ob man es will oder nicht. Das sind so Sachen, die kennt halt auch jeder, ne? Ja. Ich muss auch Schlagerlieder machen, die sich so einbrennen, dass es niemand vergisst und dann werde ich berühmt. Ja, mach mal. Oder vielleicht, nee, vielleicht will ich das doch nicht sagen. Das ist nur die Frage, ob du mit Schlager berühmt nee. Werden willst. Du ja, musst dann auf Malle auftreten, das weißt du. Ja, ich schlag die Leute dann, ja. Krieg ich auf die Fresse! Ja, okay, mit den Schlagern bist du schon schneller berühmt wahrscheinlich. Der berühmte Nackenklatscher. Lisa mit... Wird Mittwoch immer zur Schlager-Queen, ja, ich seh's schon. Dann mache ich euch atemlos. Oh Gott, dann bin ich aber weg. Dann bin ich weg, sag ich dir, wie es ist. Oha! Sei mal nicht so anti jetzt hier. Och, auf jeden Fall. Atemlos durch den Stream. Ja, das verschlägt mir zu sehr den Atem. Badungs. Weißt du, ja, mit den Allergien und so, das ist halt keine gute Kombi, weißt du. Ah, ja. Ja, klar. Wer dich nicht bei allem unterstützen will, schlimm, oder? Es gibt Grenzen, okay? Nee. Ja, wie? Deine Niere hängt an meinem Leben, ne? Das ist richtig. Können wir nochmal verhandeln? Nein. Abgelehnt. Ach, Mann, oh. Also du bist der Testhörer, okay? Sehr gut. Mhm. Muss ich dabei die Kopfhörer aufhaben? Ja. Muss ich den Sound dabei anhaben? Ja. Du musst ja du musst mir ja immer eine Bestätigung geben. Kann ich auch so. Nee. Das war super, Lisa. Der Atemlos-Song-Ding. Sehr textsicher. Ja. Du musst Flo im Raum sein für die Tests. Ja. Oha. Alle tot. Ich glaube, wir sind richtig hier. Hm.
So. Gucken. Hier wurde Party gefeiert, auf jeden Fall. Ja, keine gute Party. Nee, das ist so eine Party, an die sich keiner mehr erinnert. Nie wieder, ja. Jetzt im Handel hat Lisa mit ihren Top-Songs wie ein Uwe im Kornfeld, ein Uwe kommt seltener allein oder tausend, ein Uwe. Oh, wunderschön. Mir gefällt's. Ich sehe das Album schon vor meinen Augen. Ich auch, leider. Als ob, Braun, ich wollte auch gerade was mit Helikopter 117 sagen. Mir ist noch nichts Gutes bei eingefallen. Ein Tagebuch. Die meisten Seiten sind blutverschmiert. Die lesbaren Einträge berichten von den Kannibalen, die Stadt überrannt haben. Auf der letzten Seite hat Uyun geschrieben, sie kommt nicht mehr. Ich bete, dass das bedeutet, dass sie fliehen konnte. Nee, das bedeutet, sie sollte mal zum Arzt gehen. Nein, verpiss dich. Kuckuck! Nein, nein! Lass nicht zu, dass sie mich kriegen! Ja, ausnahmsweise. Na gut. Danke, danke! Bitte, bitte! Habt ihr jemanden namens Uyun gesehen? Ich und die Bremer Uwe-Musikanten. Ich weiß nicht. Die Kannibalen holen sie an. Sie töten und fressen. Aber manche schleifen sie fort. Zu den Gefängnissen, wie ich gehört habe. Warum sollten diese Monster irgendwen am Leben lassen? Die Gefängnisse. Vielleicht könnte Uyun noch am Leben sein. Aus Gründen. Uyun! Ist hier irgendwas drin? Nö. Ich glaube nicht, ne. Sah ziemlich leer aus. Da steht Gleiten. Hui! Roar! Okay. Sind wir eigentlich runtergegangen? Ja. Auf der anderen Seite, in die Richtung, wo du hinläufst, auf jeden Fall. Ich bin noch nicht bereit. Brownie hat seinen Spaß, ich sehe schon. Der Teufel mit den drei goldenen Uwus. Okay, Kirche auf, der kleine Uwu-Muck. Puh! Ich sag ja, das Album bastelt sich von selber. Ja, super. Jetzt müssen wir nur noch die Texte machen, ne? Oh, das kriegen wir hin. Die Titel haben wir schon. Das kriegen wir, glaube ich, tatsächlich hin. Uwe! Uwe! Wow. Hilfe! wow. Ich sag ja, du hast echt auch verstecktes Timing geskillt, das ist echt der Hammer. Immer ein Einskill. Ah, was? Weißt du, was uhuhaft ist? Granaten. Nein, Brownie, nein. Keine Granaten. Ich muss warten. Frag mich bloß, warum Lisa immer von Märchen singen soll. Ja, das ist eine gute Frage.
Märchen von Süppi dem Schlüppi. Es war mein kleiner Süppi. Vorher war er weiß, danach war er gelb. Dann traf er seinen besten Freund, den Schlüppi. Ja. Dann verschwand der Avatar und alles änderte sich. Ah ne, die Story gibt's schon. Oh, gelber Eis. Hallo. Hallo. Oh, ein Loch. Geh mal rein. Ja. Oh, wir müssen sowieso hier rein. Im Loch ist ein Verschlinger. Das ist, ja. Nun. Er verschlingt die Löcher. Verlassener Vorraum. Cooles Bild. Da ist Liz und da sind ihre Sklaven alle an Ketten dran. Das finde ich sehr schön. Das gefällt mir, das Bild. Das gefällt mir. Ich weiß ja nicht. Willst du dich dagegen jetzt wehren? Nee. Also kriegst du extra eine kurze Kette. Hast jetzt verdient. Verdammt. Ich habe doch Nein gesagt. Ich habe noch gar nicht angefangen, mich zu wehren. Pa. Ha. Uwo, los durch die Nacht. Alle meine Uwos schwimmen auf dem See. Oh Gott, was habe ich angerichtet? Ich hätte einfach die Schnauze halten sollen. Ja, du weißt, was passiert, wenn man sowas anschneidet. Wäre eine sinnlos, spreche aus Erfahrung. Ja, ich weiß, Chloe. Ich weiß. Ab und zu muss man es probieren. Viel Spaß beim Anhören. Hm. Ja, danke. Ich werde so richtig kraftvoll und wunderschön singen. Ja, dann gönn dir. La, 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 la. Oh, das war richtig engelsgleich. Ja, oder? Ja, noch nie sowas Schönes gehört. Aber wolltest du nicht fertig singen? Nee. Schade. Akil, Kerkermeister der Schwachen. Ich muss warten. Schlüssel. Seid ihr hier? Oh, Jun! Wer ist da? Ihr seid nicht er. Wer seid ihr? Das Hacken. Es hat aufgehört und das ich dachte... Hacken? Ich dachte, er würde mich als nächstes holen. Eure Freundin Solaya hat mich geschickt. Sie ist immer noch hier? Ihr werdet sie bald sehen. Wir müssen über den Markt. Ich kenne einen anderen Weg. Er ist sicherer. Der alte Gefängnisflügel. Er wurde vor Jahren nach einem Erdbeben versiegelt. Warum habe ich jetzt Erdbeeren gelesen? Ich weiß es nicht. Er wurde von einer Erdbeere versiegelt. Alles klar. Hier sind die Kannibalen gekommen. Das klingt nach Ersa. Ja. Mauer da vorne. Das war früher der Eingang zum alten Sollten wir uns nichts gegen aufklären. Könnt ihr sie durchbrechen? Ist schon durch. Hm. Die Mauer ist gefallen. Oh, ein Tagebuch. Ein feuchtes, altes Buch. Zwischen den Seiten steckt ein gefalteter Zettel,
Das meiste ist unleserlich, doch ihr könnt ein paar Worte entziffern. Erdbeben oder auch Erdbeeren, wie Flo es halt will, hat die Außenmauer beschädigt, den Bereich versiegeln, die Toten drin lassen. Also eine Erdbeere namens Ersa, die die Außenmauer zerstört, ja. Das würde passen. Das würde halt wirklich passen. Sie bleibt im Charakter. Wir schlagen uns durch. Bleib dicht bei mir. Frage, Ben, was war zuerst da? Die Ersa oder die Erdbeere?